Es gibt Dinge, die braucht man einfach. Irgendeine schön limitierte Steelbook 4K-Auflage von einem aktuellen Kinoblockbuster, das braucht man. Die 728. Neuauflage im Mediabook von einem Film, den man schon im Mediabook im Regal stehen hat, die braucht man eigentlich nicht. Trotzdem schaffen es die Labels dann aber immer wieder sehr wohl Argumente zu finden, warum man es dann doch braucht. Und da ist NSM Records momentan ein absoluter Meister seines Fachs. Denn was machen wir ganz einfach, wenn wir Leuten denselben Film noch einmal verkaufen wollen? Genau, wir rufen bei dem großartigen Künstler Ralf Krause an und lassen uns diesmal nicht nur ein neues Mediabook-Cover, sondern gleich zwei von ihm zeichnen. Und so war ich tatsächlich als Besitzer von einem der alten Midnight Meat Train Mediabooks tatsächlich dazu verleitet, mir von den Neuauflagen nicht nur eines, sondern gleich beide zu organisieren. Glücklicherweise habe ich diesen Schwachsinn dann noch abwenden können, in der Hoffnung, dass ich im Booklet von dem Mediabook dann auch das zweite Cover irgendwo vorfinde. Ob das geglückt ist, sehen wir gleich. Aber eines war für mich klar, obwohl ich Filme wie Midnight Meat Train oder Inside, und ich gehe davon aus, dass dieser Trend weitergehen wird, bereits in limitierten Mediabooks in meinem Regal stehen habe, muss ich diese Neuauflagen einfach haben. Da gibt's keinen Weg, der dran vorbeiführt. Vor allem eben, wie gesagt, weil es Ralf Krause auch diesmal wieder geschafft hat, absolut grandiose Artworks zu zaubern. Dieser Blick hier beispielsweise auf Vinnie Jones ist absolut großartig. Der blutige Hammer und der blutige Fleischerhaken mit den in der U-Bahn aufgehängten Leichen sieht einfach absolut großartig aus. Das ist wieder eines von den Artworks, finde ich, wo sich Ralf mit den Details, vor allem zum Beispiel eben hier bei den Füßen im Hintergrund, bei den Haaren und so weiter, fast selbst übertroffen hat. Da unten ist dann noch eine etwas undezenterer Anblick von einer Leiche aus dem Film zu sehen. Ebenfalls meiner Meinung nach sehr, sehr schön und vor allem sehr, sehr schön reißerisch gezeichnet. Zusammen passen diese beiden Motive auch wirklich hervorragend und ich habe mir wirklich schwer getan, mich in diesem Fall für eines der beiden Covermotive zu entscheiden. Das Einzige, was ich jetzt irgendwie ein bisschen schade finde, wenn ich mir dieses Cover-Artwork so direkt anschaue, ist die Frage, ob NSM das Cover wieder verbockt hat. Denn wir haben das Cover-Artwork, das natürlich hier auf der linken Seite genau startet. Der Spine diesmal übrigens absolut passend und absolut hervorragend gemacht und wo das Cover-Artwork eben hier links und hier oben hervorragend ist. Warum allerdings auf der rechten Seite zwischen der Kleidung von Vinnie Jones und dem Rand vom Cover ein dermaßen großer Unterschied sein muss, weiß ich nicht. Warum hat man dieses Bild nicht einfach noch um einen ganzen Zentimeter vergrößern können? Hätte man das nämlich gemacht, wäre das Bild auch hier schön bündig für das Cover abgeschlossen. Hätte man es nämlich auch besser gehabt. Und ich glaube auch die Tatsache, dass der Filmtitel dermaßen was von nicht zentriert ist, sieht eigentlich auch nicht besonders toll aus. Da habe ich wieder einmal das Gefühl, dass sich Ralf Krause absolut Mühe gegeben hat, dabei ein großartiges Design für das Mediabook zu erstellen, nur dass es dann der Grafiker mehr oder weniger in der letzten Sekunde noch geschafft hat, das Ganze wieder zu verbocken. Sehr, sehr schade. Dafür bekommt man zumindest eine wirklich hervorragende Druckqualität und generell ein schönes Cover-Artwork und Motiv, das einem zumindest so lang gefällt, bis man näher hinschaut. Auf dem Backcover bekommen wir dann noch ein paar andere Bilder aus dem Film, meiner Meinung nach ganz nett gemacht hier eigentlich mit den Informationen rund um den Film, mit der Inhaltsangabe, mit technischen Details, den Informationen rund ums Bonusmaterial. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die enthaltenen Discs 1:1 identisch sind mit denen der Erstauflage im Mediabook. Limitiert ist das hier vorliegende Cover E auf 500 Stück und schade in meinem Fall, dass auf dem Booklet dasselbe Cover ist wie auf dem Frontcover vom Mediabook. Sprich, ich hätte mir, nachdem die Innenaufmachungen von Mediabooks meistens absolut identisch sind, das andere Cover besorgen müssen, um dann eben das auf dem Booklet zu haben. Aber das ist irgendwie eine absolute Gemeinheit natürlich, weil man das selten sieht. Die Designs von der Blu-ray und der DVD kommen mir absolut bekannt vor. Dabei handelt es sich um alte Cover-Artworks von den ersten vier
Mediabooks, so wie meiner Meinung nach auch das relativ gelungene Innendesign von dem Mediabook, das uns einen Blick in den blutverschmierten Zug bietet mit eben dem Covermotiv, das auf der Blu-ray-Disc verarbeitet wurde, noch dazu als Backcover-Motiv von dem Booklet. Jetzt stellt sich aber dann allerdings die Frage, ob wir das zweite Ralf Krausesche Motiv auch noch irgendwo im Booklet finden. Wir finden da auf jeden Fall die Vorlage von Vinnie Jones, die er für sein Digital Painting verwendet hat. Wir bekommen ein Booklet von Nando Rohner, das grundsätzlich eigentlich ganz nett aufbereitet ist, nur wo halt durch die Hintergrundgestaltung vom Mediabook immer wieder vereinzelte Wörter einfach im Hintergrund untergehen, was jetzt meiner Meinung nach auch nicht so toll ist. Dafür ist allerdings der Rest von dem Booklet ganz nett ausgefallen. 16 Seiten umfasst es insgesamt, hat eben auch ein paar nette Bilder mit dabei. Ist, wie gesagt, ein großartiges Cover-Artwork. Leider nicht meinen Qualitätsansprüchen entsprechend für das Mediabook aufbereitet, da wäre natürlich gut zu wissen, wie das bei dem anderen Cover-Artwork ist, aber selbst wenn ich da jetzt bei einem Film, den ich eh schon im Mediabook habe, noch einmal die 30 Steine auspacke, um den noch einmal mit einem anderen Cover im Mediabook zu haben, dann entscheide ich mich trotzdem, selbst wenn es zwei Cover vom Ralf Krause gibt, nur für eins.